Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Sky Factory 4. Abonnieren und Like nicht vergessen. Ich kann mit meinem Keks leider nicht essen diesmal. Ich habe keinen Hunger. Was machen wir jetzt? Heute? Ener-Keks, wir gehen jetzt beide zusammen. Genau, wir haben ja an der letzten Folge schon angefangen und haben die ersten Data-Module auf Max getrieben. Was jetzt, was haben wir jetzt auf Max? Den Wither-Skelett, das normale Skelett, den Androiden, die Spinne und den Creeper. Und eigentlich auch irgendwo Zombie, ne? Ich hab Ghast und Blaze drin gerade. Ich hab gerade nur den Enderman drin. Wo ist denn unser Zombie? Verbraucht der die Module? Nee. Sind oben drin in denen, oder nicht? Nee, da ist eben nichts drin. Oder siehst nur du das? Ey, ich sehe auch das. Wie? Weil Leute, wir lernen das jetzt zusammen, ne? Ich leg mal den. Warte mal, welcher war denn ein. Ich leg mal die Spinne rein. Die Spinne war relativ simpel. Lassen wir die Spinne mal arbeiten und dann sehen wir nachher, was los ist, ne? Ob man das jetzt wirklich immer. Wäre es ja ätzend. Yay, da ist der Endkuchen. Ja, schmeißen wir erstmal hier hin. Wir müssen uns irgendwo nochmal so einen Teleportraum bauen. So, ja, ich weiß, was ich vergessen habe. Die Glasflaschen? Nee, die habe ich, aber Cobblestone brauchen wir. Warum Cobblestone? Wow. So, kannst ja hochfliegen. Wir müssten jetzt erst den Drachen töten und dann würde ich sagen, schnappen wir uns. Wenn der Drache da ist, heißt das? Kein Drache. Okay. Henrik ist nämlich extra nur mitgekommen, weil ich dachte, hier ist der Drache, aber. Ei. Ja, das war ja einfach. Au. Mensch, Enderman, noch ist es nicht so weit. Okay, ne, dann. Ein Teil ist ja hier auch, dass man. Ich weiß nicht, ob das eine Quest ist, den zu töten. Auf jeden Fall Fakt ist, ich muss jetzt erstmal einen Enderman in die Augen gucken, die hier rumstehen. Ja, du kannst die Endkurs, du kannst also. Entschuldigung. Die wieder spawnen lassen. Weil, Henrik, wenn du mal zu mir kommst, also falls ihr mal wissen wollt, wie ihr im End am einfachsten Endermänner farmt, so wie ich jetzt. Ihr stellt euch unter so eine Platte, da kommen die nicht ran. Nee, hör auf, ich hab das Ding drin. Du kannst die gerne alle einfach angucken. Du musst sie nur in die Augen gucken, dann kommen sie ja nämlich her. Und dann kann ich ganz einfach. Mobgeräusche nur aussehen. Ja, musst du auch, Alter. Die haben ja Töne. Ja, und dann könnt ihr sie, ohne dass sie euch angreifen können, halt ganz easy kaputt hauen. Advanced hier. Bing, bing, bing. Ich habe bloß die Erfahrung. Ich habe uns eigentlich auch schöne Bögen gemacht. Alles, was wir so vom Angeln gekriegt haben, habe ich zusammengecraftet. Deswegen habe ich jetzt gar nicht mehr so viele Level. So, 38 noch. Oh, Henrik hat eine ganze Masse hinter sich, sehe ich gerade. Jo, ich komme. Bitteschön. Aua. Ich bin gleich tot. Ich bin gerade nicht untergekommen. Also umso breiter man diesen Gang macht, umso sicherer ist es. Meiner ist ziemlich schmal. Mhm. Du hast sterbt. 32 noch. Aber wenn wir die jetzt jedes Mal neu fahren müssen, ist es auch ätzend, ne? Also. Warte, hier ist noch. Du musst mal stehen bleiben, bitte. Okay. Die laufen hier nämlich die ganze Zeit im Kreis, ihr wisst ja, Ball dabei. Okay, fertig. Dann können wir jetzt raus. Okay. Aber. Leute, hier liegt trotzdem massig XP rum. Wenn er getötet wurde.
wollten wir ins. Aber das kommt. Wir brauchen doch Dragon's Breath. Ja, wir können auch einen neu. Also wir können sofort, ich gehe zurück, wir können einen spawnen lassen, warte. Ne, müssen wir ja nicht unbedingt. Achso, nee, das ist so. Nö, nee, lass es da alles gut. Eigentlich waren wir ja hier wegen den Endermen. Oh Gott, jetzt kriege ich noch die Endsequenz hier. So, okay, dann haben wir jetzt Self-Aware, habe ich auch noch auf. Ja, schmeiß ins System. So, gehen wir jetzt ins Nata. Ins Nata? Nata. Was, was hast du denn jetzt im Neta? Das. Okay. Und das. Gas. Wie hieß denn nochmal dieses Zeug, was man da braucht? Da. Polymer Clay. Hast du die Dings hier? Die Runenteile dafür? Für Gas und für Blaze habe ich schon am Mann. Ja gut, dann kann ich nicht viel machen, weißt du, wenn du die hast. Achso, ne, können wir tauschen, dann kannst du ja was abhaben. Ja, dann gib mir sonst den. Oh, warte, ich mach mir erst hier einen Spawnpunkt. Und dann nehme ich den Ghast. Dann fliege ich halt ein bisschen rum und guck mal nach Ghast. Nicht Options. Waypoint. New, Save, fertig. So, okay, jetzt komme ich zu dir. Komm runter. Achso, oh, jetzt bist du wieder zum. Ich bin dir doch gerade nachgeflogen. Alles klar. Jetzt gerade droppen und abhauen, ne? Tja. Okay, so, also ich muss jetzt ein Gas suchen. Die Point war mit J, ja, ne? Ja. Gas könnte man jetzt natürlich auch immer sich die entsprechenden Lilly-Teile da machen, aber. Oh. Ich glaube, noch einfacher wäre, sich die Seele einzufangen, oder? Ah, super, ich habe mein Handy wieder nicht lautlos gemacht. Hopp. Glaube auch, wenn wir mit Mobs und Motion Tools von Dings machen. Wäre einfacher, ne? Ja. Ja, wir müssen erst mal gucken, wenn jetzt die wirklich die Runen verschwinden, wäre das ja auch blöd, alles andere zu machen. Habt ihr Ahnung von dem Mod? Klärt uns gerne kurz und knapp darüber auf. War schon wieder so warm. Ja. Ah, ich habe ja die Mob-Geräusche aus, siehst du? Muss ich mir ja wieder mal hochstellen, sonst höre ich ja nicht den Ghast stöhnen. Wenn der jetzt hier doch irgendwo spawnt. Mach ich auch erstmal. Geht ja gar nicht. Bisschen Mob. Ich meine, deine siehst du ja wenigstens noch. Wie sieht's bei dir aus? Ja, aber du findest bestimmt wenigstens was, ne? Außer dass der Server leckt, ist alles in Ordnung. Ja gut, wir fliegen nur beide durch den Neta. Ich bin hier am Zuhause-Punkt. Bar mir alle ab. So ein bisschen. Ich bin ganz nett. Ja, aber. Also. Ich habe noch keinen gefunden.
Wenn ihr meine Katze jetzt hört, es tut mir leid, meine Frau ist gerade nach Hause gekommen und dann kriegt der Kater immer so einen kleinen Anfall. Wow. Also ich fliege jetzt erstmal zurück, André. Ja. Wollen wir mal mehr von diesen Kammern aufstellen und die mal ordentlich mit einer Kiste drüber und dem Zeug befüllen, um zu gucken, ob die Datamodule bis zur nächsten Folge wirklich weg sind oder da bleiben? Ja. Weil das müssen wir ja so oder so eigentlich machen, ne? Ich meine, wir wollen die Sachen ja nachher automatisiert haben. Ich bin auch schon wieder zu Hause. Wollte die aber von Edcraft. Aha, was? Ah, wir haben keine Gas drin. Ah. Gut. Da müssen wir dann erstmal. Doch. Wir haben Hellfisch Matter haben wir genug. Hellfisch? Ah, guck mal, da ist schon wieder ein Esel frei. Helle Schmetter, würde ich denken, heißt es. Nicht Hellfisch. Mal hier. Ein Gast. Gebaut, oder? Ja, ich dachte mir, das können wir ja gleich richtig dahin bringen, wo es dann hingehört, ne? Yep. Das Schweinchen rennt übrigens immer noch. Fleißig. Und hier, das wartet immer noch auf eure Kommentare. Genau. So, aber oh, cool, das Ding macht ja sogar Licht. So, hier hau ich mal die Spinne rein. Nee? Baust du noch ein paar mehr davon? Was? Na, von den Simulationschambern? Ich wollte eigentlich noch mal gerade ins Nähte zurück und gucken wegen Gas noch. Dann mach das. Dann bau du das mal. Wenigstens ein Gasfang. Dann könnten vielleicht noch die Maschinen bauen. Und da können wir dann links ein Gas bauen, das wir auch haben. Gas so. Ja, eigentlich stehen bleiben. Weil dann spawnt er irgendwann in deiner Nähe. Dinger immer so nervig, ne? Ja. Und die Eimer brauch. Es ist wie damals mit dem Lego gewesen. Du hast diesen einen Stein gesucht. Du hast ihn vorhin noch gesehen. Perfekt. Und du findest ihn erst wieder, wenn du die Burg so gut wie fertig hast oder was immer du auch gebaut hast. Das ist doch immer so. So, Polymer Clay. Ja, mit Gas hätte ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Ja, zur Not müssen wir halt nochmal den Seed machen. Was jetzt? So, Quantum.
Wir haben keinen Quantum Entangloporter mehr. Wir haben gerade eingebaut. Der ist aber nicht im System. Ja, habe ich auch für den Fischer verbraucht. Dann hilft's mir nicht, wenn du ihn gebaut hast. Lederfesten gefunden. Auch noch eine, aber kein Gas. Gehört habe ich ihn ganz kurz. Wenn du ihn gehört hast, ist er auch irgendwo da. Musst mal auf die Karte gucken, wo der rote Punkt ist. Hi Sam. Ja. Wie gesagt, die Frau ist da, jetzt muss er erstmal wieder ein bisschen miauen. Gut, er war heute auch relativ lange alleine. Wir waren heute Nachmittag schön auch am Strand bei dem schönen Wetter. Ich finde. Auf. Das können wir ja sonst mal zwischen den Folgen machen oder so. Blaze ist noch nicht voll. Das muss ich voll machen. Ja, wenn du es noch nicht voll hast oder du sagst mir, ich soll es voll machen gehen, dann gehe ich auch runter und mach das. Wie wollen wir denn überhaupt jetzt immer weiterverfahren? Wie ich vorhin schon sagte, eigentlich die Sachen hier und dann bist du erstmal abgehauen. Dieses Deep Mob Learning aufbauen. System Energy Level ist critical. Warum jetzt schon wieder? Wir zocken, Netzwerk ist das doch, ne? Ja. Strom, alles auf Output. Ich raff's schon wieder nicht. Sie kriegen trotzdem keinen Strom. Warum schlägst du mich? Du hast eine Kleinigkeit vergessen. Was denn? Du musst, wenn du Seitenkonfigs auf Strom, dann musst du Inject On machen. Ach ja, dieses... Kleine Sachen, das... Jetzt macht das. Ja, jetzt... Laufen die und gehen immer gleich ins System eigentlich rein, hoffe ich. Dich vorne. Jo. Kann aber draus, jo. Die haben alle eine Pristine-Chance. 42, 42, 42. Was ist denn dieses E? Kann man da noch was reinmachen? Nee, da kommt's raus. Gerade. Ach ja, stimmt. Dann sind wir auf jeden Fall mal gespannt, ob sich das nun verbraucht oder nicht. Beenden wir auch jetzt die Folge und sehen uns in der Folge wieder. Genau, also nur noch mal ganz kurz, bevor wir jetzt hier, ne, also hier oben habe ich noch eine Kiste angebaut, wo... Ja, da sind noch einige mehr, aber die liegen halt in den Kabeln drin. Kennen wir ja. Laufen wir jetzt durch und dann... Das laufen wir jetzt durch. Komm, zeig mal nochmal einmal, gib mal nochmal hier im ME-System @deep ein. Ne, dass wir nochmal nur zeigen können, was wir haben. Das müsste doch, ist doch noch eine Quest, ne? Ja, genau. Ach, guck mal, da ist auch das Zombie-Data-Modul. Ah, ein System gerutscht. Gut, der ist noch leer, das scheint, also geht nicht verloren. Dann haben wir jetzt 7 Module, haben wir jetzt schon. Die jetzt mal durchlaufen. Jetzt. Hallo, geht's dir noch gut, du Skelett hier? Technisch aus, brauchen wir nur noch den von dem Gas. Und Extranger, der. Warte mal, wir waren jetzt bei Age of Power da. Genau.
Ja, dieses Extraction, das ist ja nachher das, glaube ich, womit wir die Items machen. Ja, Ich weiß nicht, was jetzt. Flugverrückt, das ist der ja. Genau. Natürlich. Ja, du musst sagen, was die Folgenlänge, die siehst du. Jetzt haben wir 20 Minuten. Gut, dann bauen wir den Loot Fabricator in der nächsten Folge im großen Ausmaß, weil dann haben wir wahrscheinlich genug pristine Sachen, die wir nachher verwandeln können. Aber das ist nämlich das gelbe Feld und das Teil in einem Ja, gut. Gelbfarben. Ja, das ist kein Problem. Das kriegen wir hin. Gut, Freunde, dann bedanken wir uns fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, lasst dann ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao. Haut rein! Alter 4.